Heute räumen wir wieder mit ein paar Mythen auf oder wollen es zumindest testen, denn wir fahren ein Plug-in-Hybrid ohne Strom und gucken mal, ob dieser Plug-in-Hybrid mit seinen 500 Kilo Mehrgewicht der Batterie wesentlich mehr verbraucht als ein normaler Verbrenner. Und das testen wir heute aus. Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen zu Mein Anders TV. Ich stehe hier vor dem nagelneuen GLC 300DE Plug-in-Hybrid und theoretisch hätte dieses Auto eine elektrische Reichweite von über 100 Kilometern und dementsprechend auch eigentlich wirklich gut nutzbar, denn meistens ist es ja so, dass viele Leute gar nicht mehr als 100 Kilometer am Tag fahren oder sogar noch weniger. Natürlich, der Außendienstler fährt wesentlich mehr, aber nichtsdestotrotz kann auch dieses Auto ein Außendienstfahrzeug sein, wenn man es stetig laden will. Aber genau deswegen kommt immer wieder die Frage auf, was passiert eigentlich, wenn der Akku leer ist? Habe ich dann keine Leistung mehr? Der verbraucht doch viel, viel mehr als ein normaler 220er Diesel, weil die Batterie halt eben fast 500 Kilo schwer ist und das Gewicht mit sich rumgetragen werden muss. Und genau deswegen wollen wir es mal testen, denn wir haben vor kurzem schon ein Video gemacht, wo wir den normalen GLC 220D gefahren haben, über eine Strecke von etwas über 100 Kilometern und haben dann einen Verbrauch festgestellt, den wir natürlich heute mit dem GLC 300DE ohne Strom vergleichen wollen und dann mal gucken, welches Fahrzeug ist denn jetzt wirklich sparsamer. Und damit würde ich sagen, wir gucken uns das mal an, denn auch wenn der Akku leer ist, haben wir trotzdem noch immer die Möglichkeit, Leistung abzurufen, weil immer eine Boost-Funktion da ist und tatsächlich gewinnt das Fahrzeug ja immer wieder Strom zurück, dadurch, dass das Fahrzeug rekuperiert beim Bremsen und den Akku wieder lädt. Und vielleicht ist es dann auch tatsächlich so, dass wir gleich trotz leerem Akku rein elektrisch unterwegs sein werden. Bevor wir losfahren, wir fahren eigentlich unsere gewohnte Strecke, 100 Kilometer. Wir fahren durch die Stadt, ungefähr 10 Kilometer. Wir fahren über Land, wir fahren über die Autobahn. Und so, dass wir das eigentlich relativ ausgeglichen haben, so dass wir von allem etwas haben, einen guten Mix haben. Ja, und ich glaube, damit können wir loslegen. Bevor wir loslegen, solltet ihr einen neuen GLC wünschen, so wie den hier im Hintergrund oder vielleicht ein anderes Auto, haben wir für euch eine Konfigurationsberatung bereitgestellt auf www.meinanders.tv. Dort findet ihr zu jedem Auto eine komplette Neuwagen-Konfigurationsberatung. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr euch die herunterladen, anschauen und dann vielleicht auch ein Angebot von uns bekommen. Und wenn euch das nicht reicht, schaut in unserer MeinAndersTV Facebook-Gruppe vorbei, denn dort gibt es noch mehr Informationen zu unseren Autos. Wir sind mittlerweile fast 15.000 Mitglieder. Wenn ihr über Mercedes reden wollt, seid ihr dort ganz genau richtig. Jetzt aber genug geredet. Wir gehen ins Auto und starten unsere Verbrauchsfahrt. Wir haben im Auto Platz genommen und Reichweite ist auf null tatsächlich, so wie ich es eben gesagt hatte. Also keine elektrische Reichweite angegeben. Und natürlich habe ich auch die Verbrauchswerte jetzt resettet. Bedeutet also, wir starten also beim Verbrauchabstart bei 0 Kilometern, 0 Liter Verbrauch. Und damit würde ich sagen, wir legen mal los. Wir fahren im Fahrprogramm Hybrid, sodass das Fahrzeug immer das machen kann, was es möchte. Und damit würde ich sagen, geht unsere Verbrauchsfahrt los und gleich während der Fahrt bekommt ihr mal ein paar technische Daten zum Auto und zum normalen GLC 220D. Und ich glaube, wir verlassen jetzt mal den Hof. Wie ihr hört, hört ihr noch nichts. Trotz 0 Kilometer Reichweite fahren wir noch bedingt und minimal auf Strom. Und damit ist es noch viel spannender, wie viel Reichweite wir mit ausgeschaltetem Motor am Ende hier stehen haben, wenn wir unsere 100 Kilometer geschafft haben. Ihr seht, wir sind schon unterwegs und haben noch keinen Kilometer hinter uns. Hier wird im Tacho aber mir die elektrische Leistung angezeigt oder was der gerade abruft. Und je stärker ich in die Nähe der Null komme, desto näher bin ich am Anschalten des Motors. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Fuß ganz vorsichtig nur bewege, dann kann ich noch ein bisschen weiter elektrisch fahren. Sobald ich aber meinen Fuß zu doll bewege, ihr habt ihr gesehen, geht sofort der Motor an. Natürlich würde er aber jetzt, wenn ich rolle, wieder ausgehen. Und so seht ihr natürlich jetzt sofort, dass es möglich ist, trotzdem weiterhin auf Strom zu fahren oder Kilometer zu sammeln, obwohl wir keine Reichweite mehr haben. Nun würde ich aber sagen, wir bringen die Fahrt in der Stadt erstmal hinter uns und dann sehen wir uns auf der Landstraße wieder und gucken mal, wie dann der Verbrauch aussieht. Also bis gleich. Wir haben die ersten 11 Kilometer hinter uns und ich habe ja versprochen, dass ich noch
ein paar kleine Dinge zu den technischen Daten sage. Denn ich habe ja vorhin schon mal über die Batteriegröße gesprochen, beziehungsweise über das Gewicht. Und tatsächlich ist es so, der normale GLC 220D hat ein Leergewicht von 2000 Kilogramm, also 2 Tonnen, und eine Zulassung von 550 Kilogramm. Dementsprechend hätten wir ein Maximalgewicht, wenn wir es vollbeladen hätten, von 2,5 Tonnen oder 2550 Kilo. Der GLC 300DE hingegen hat ein Leergewicht von 2415 Kilo. Bedeutet, das Auto ist aufgrund der Elektrifizierung 415 Kilo stärker oder schwerer und hat eine Zulassung von 505 Kilo. Würde dann also im Gesamten auf ca. 2,9 Tonnen kommen. Es ist also wirklich einiges an Mehrgewicht, was wir mit uns rumtragen, aber, wie schon gesagt, rekuperiert das Fahrzeug immer wieder und nimmt dadurch auch wieder Strom auf. Und die Rekuperationsleistung ist auch relativ hoch. Ich habe die genaue Zahl jetzt gerade nicht da. Man sieht aber jetzt, wenn wir jetzt mal ganz kurz auf den Tacho umschwenken, dann habe ich euch schon mal die erste Überraschung für euch. Wir haben jetzt insgesamt 12 Kilometer gefahren und davon haben wir 7 Kilometer rein elektrisch gefahren. Schon unglaublich, oder? Und ein Verbrauch von 4,1 Liter. Jetzt seht ihr wieder, der Motor ist wieder angegangen. Aber ich versuche natürlich, so oft wie möglich mit ausgeschaltetem Motor zu fahren. Ja, und dementsprechend kann das, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis werden. Übrigens, das muss ich ganz kurz auf meinen schlauen Zettel gucken. Den habe ich nämlich hier unten deponiert. Der Werksverbrauch ohne Strom in diesem Auto ist von Mercedes angegeben mit 5,7 bis 6,3 Liter. Also schon meiner Meinung nach eine ganze Menge, wenn wir wirklich ohne Strom fahren würden. Und der Werksverbrauch des GLC 220D ist bei 5,2 bis 5,9 Liter. Unser Testverbrauch lag beim GLC 220D, als wir gefahren sind, bei 5,4 Liter. Wir waren also komplett im Soll und das bei ganz normaler Fahrweise. Ja, und das wollen wir heute mal testen, indem wir auch normal fahren, natürlich sparsam, angepasst, wir halten uns an die Geschwindigkeit. Und dann gucken wir mal, ob wir zwischen 5,7 und 6,3 landen, ob wir viel, viel höher werden. Ich meine, jetzt gerade waren wir noch weit darunter. Vielleicht kann es aber auch sein, dass wenn wir auf der Autobahn der Verbrauch wesentlich weiter steigen wird. Und das wird die große Überraschung sein, denn auch ich kann überhaupt gerade nicht abschätzen, wie viel rein elektrische Kilometer wir schaffen werden und wie viel Verbrauch wir nachher wirklich dort stehen haben. Ich hoffe darauf, dass wir weit unter der Werksangabe sind. Kann aber nicht versprechen, dass es so sein wird, denn wenn wir auf der Autobahn 130 fahren, kann der Verbrauch auch mal schnell nach oben gehen. Wir bleiben aber 130, vielleicht fahren wir ein bisschen schneller, aber ich glaube nicht. Damit aber genug, ich habe mich jetzt gerade fast verfahren. Nein, wir sind noch auf der richtigen Strecke. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten kurzen Zwischenfazit. Und ich fahre jetzt erstmal weiter über Land und danach sehen wir uns auf der Autobahn wieder. Jetzt nach mittlerweile 40 Kilometern sind wir auf der Autobahn angekommen. Wir haben jetzt eine Geschwindigkeit von 130 drauf und ich würde sagen, die behalten wir noch ein bisschen bei, denn wir haben jetzt auf der Autobahn, übrigens Fahrassistenzpaket ist an, Fahrzeug fährt für mich. Wir haben jetzt noch ungefähr 40 Kilometer auf der Autobahn vor uns und die restlichen Kilometer fahren wir dann über Land zurück. Und ich guck mal ganz kurz. Au, ja. Ohne es zu sagen, der Verbrauch ist schon etwas höher gestiegen. Ich hoffe, dass wir ihn noch weiter runterkriegen, denn auf der Autobahn ist es ja so, wir können jetzt nicht rollen und rekuperieren, sondern wir werden jetzt wahrscheinlich weiterhin ein ganzes Stück weiter 130 fahren und dementsprechend auch keinen Strom zurückgewinnen oder auf Strom unterwegs zu sein. Wir wollen aber ja das ganze Real wiedergeben, dementsprechend passt das ganz gut hier, was wir tun. Wenn wir jetzt nochmal auf unserem Bildschirm schauen, können wir auch hier ein paar Informationen holen und zwar auch das Thema Hybrid. Da sehen wir jetzt, Batterie ist immer noch leer, geladen werden kann natürlich. Aber was ich euch zeigen wollte, hier den Energiefluss, dort sehen wir nämlich genau, was das Fahrzeug tut. Wenn ich jetzt fahre, dann seht ihr, die Energie kommt aus dem Motor und geht an alle vier Räder, weil wir ja hier im GLC Allrad haben. Wenn ich jetzt rolle, oder wenn ich jetzt bremse, dann seht ihr, das Fahrzeug rekuperiert und gewinnt dementsprechend wieder Energie zurück.
Wenn ich jetzt rolle, dann segelt das Fahrzeug und ich segle quasi mit ausgeschaltetem Motor. Und wenn ich jetzt wieder Gas gebe, dann hat er gerade kurz die Fahrt mit dem E-Motor gemacht, weil er ein bisschen Strom da war. Und wenn ich jetzt stärker beschleunige, dann würde die Boost-Funktion kommen. Das heißt, Elektromotor und Verbrenner gehen zusammen dann an den Start und wollen möglichst viel Leistung erzeugen. Und jetzt seht ihr wieder, jetzt bin ich wieder am Segeln, Motor ist wieder aus, weil ich rolle. Und so könnte ich theoretisch natürlich auch Reichweite sammeln und generieren. Aber wir wollen ja unsere Geschwindigkeit von 100, 130 beibehalten, um dann auch wirklich ein reales Bild auf der Autobahn wieder zu spiegeln. Jetzt würde ich sagen, wir fahren unsere restlichen Kilometer weiter auf der Autobahn. Und wenn wir auf der Landstraße wieder angekommen sind, dann gebe ich auch mal ein kleines kurzes Zwischenfazit über den Verbrauch, wie das Ganze so auf oder nach der Autobahn aussieht. Wir haben es von der Autobahn geschafft und wir sind jetzt tatsächlich, weggemacht, bei 5,3 Kilometer, 80 Kilometer insgesamt, Durchschnittsgeschwindigkeit von 63 km/h und haben von diesen 80 Kilometern mittlerweile 28 Kilometer rein elektrisch geschafft. Kann sich sehen lassen und der Verbrauch ist noch voll im Soll. Ich hätte mit mehr gerechnet, aber wir sind ja auch noch nicht zu Hause. Vielleicht kommen wir noch extrem weit runter, weil wir jetzt nur noch über Land zurückfahren und noch 20 Kilometer vor uns haben. Und dann schauen wir mal, was dann wirklich sparsamer ist. Ob der Plug-in-Hybrid wirklich so viel mehr braucht, wenn der Akku leer ist, oder ob er trotzdem immer noch sparsamer ist, obwohl er 400 Kilometer mehr an Bord hat als der GLC 220D. Lassen wir uns also überraschen und wir sehen uns damit wieder in 20 Kilometern, wenn wir wieder beim Autohaus anders in Vechta angekommen sind. Wir haben es geschafft. 100 Kilometer sind vorbei, tatsächlich sogar 106 Kilometer und wir haben einen Verbrauch von 5,2 Litern und wir sind wirklich ohne Strom gestartet und haben insgesamt 42 Kilometer rein elektrisch geschafft. Dementsprechend haben wir einen Durchschnittsverbrauch auf 106 Kilometer von 5,2 Litern, 42 Kilometer haben wir elektrisch geschafft, habe ich gerade gesagt. Jetzt ist aber die Frage, wenn ich mir jetzt den Verbrauch anschaue von unserem letzten Test, da haben wir den normalen GLC 220D gefilmt, und haben dann einen Verbrauch von 5,4 Litern gehabt auf 100 Kilometern. Jetzt ist aber ja die Frage, wenn ich jetzt von diesen 106 Kilometern 42 elektrisch gefahren habe, ob dann die 5,2 Liter jetzt verbraucht worden sind auf 100 Kilometern oder ob ich jetzt für 64 Kilometer 5,2 Liter gebraucht habe. Vielleicht könnt ihr mir helfen und mir in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Grundsätzlich ist das Auto natürlich sparsamer, weil ich habe ja durch das Fahren und durch das Bremsen wieder Strom zurückgewonnen und habe einen im Endeffekt geringeren Verbrauch, aber der GLC ohne Strom hat dann 5,4 Liter verbraucht. Ich meine, das sind halt Nuancen. Vielleicht kann man auch sagen, wir liegen gleich auf und es ist auch ein bisschen fahrweisenabhängig. Nichtsdestotrotz, die Werksangabe von Mercedes, was der GLC 300DE ohne Strom verbraucht, liegt bei 5,7 bis 6,3. Und das haben wir auf jeden Fall gut unterschritten. Und ich finde, das kann sich sehen lassen. Und auch die Tatsache, dass wir 42 Kilometer ohne Motor gefahren sind, kann sich auch sehen lassen. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Ihr könnt ja mal darunter schreiben, was ihr davon haltet. Denn meiner Meinung nach ist der Hybrid dementsprechend nicht verbrauchsstärker, weil er einen Akku dabei hat, sondern vielleicht sogar gleich auf oder sogar sparsamer, weil wir halt, obwohl wir 400 Kilometer mehr haben, Strom zurückgewinnen können und dementsprechend auch rein elektrisch unterwegs sein können. Und somit würde ich sagen, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und abonniert unseren Kanal, damit ihr auch ja nichts mehr verpasst. Und damit sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Euer Joschka Gossel vom Autohaus Anders und Vechta.